Hallo, in diesem Erklärvideo zeige ich dir, wie du am besten ein eigenes Märchen schreibst. Und dazu habe ich dir 8 Kriterien zum Lernen und Merken aufgelistet, die ich dir im Folgenden erklären werde. In dieser Präsentation geht es um Märchenmerkmale, dem roten Faden, wörtliche Rede, Gedanken und Gefühle in einem Märchen, passende Verben, anschauliche Adjektive, das Präteritum, sowie eine treffende Überschrift zu finden. Wir schauen zunächst einmal auf die Märchenmerkmale, die du in einem weiteren Erklärvideo in der Playlist ausführlich erläutert bekommst. Zunächst einmal sind in meinem Märchen Ort und Zeit unbestimmt, wie zum Beispiel "Es war einmal", da wird die Zeit genannt, aber nicht genau genannt, wann es war, und der Ort, zum Beispiel hinter den 7 Bergen, ist ein Ort gegeben, aber man weiß nie genau, wo dieser Ort denn liegt. Die Personen sind immer mit gegensätzlichen Eigenschaften. Auf der einen Seite steht das Gute, auf der anderen Seite das Böse. Oder faul und fleißig. Da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele und du wirst sehen, dass die Personen immer Gegenspieler in einem Märchen sind. Oder sprechende Tiere, Zauberei, fantastische Figuren. Es reicht, wenn eines dieser drei Bereiche in deinem Märchen vorkommt. Manchmal sind auch Dinge miteinander kombiniert, wie sprechende Tiere und Zauberei. Es muss nicht alle drei Bereiche hier abgedeckt sein in deinem Märchen. Es reicht, wenn ein Bereich vorkommt. Deine Hauptfiguren müssen in einem Märchen immer Aufgaben lösen oder Gefahren bestehen. Man denke nur an Hänsel und Gretel, wo sie die Gefahr bei der Hexe überstehen müssen. Oder aber auch Rapunzel, bei dem der Prinz die Prinzessin, also Rapunzel, aus dem Turm befreien muss. Eine wichtige Rolle spielen immer die Zahlen 3 und 7, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, 7 Zwerge, 7 Raben, 7 Geißlein oder 3 Wünsche. Es wird oftmals dreimal etwas wiederholt. Also die 3 und die 7 spielen eine bedeutende Rolle. Es gibt in jedem Märchen auch immer einen Märchenspruch. Bekannte Märchensprüche sind zum Beispiel "Spieglein, Spieglein an der Wand", "Wer ist die Schönste im ganzen Land" oder "Ich bin so satt, ich mag kein Blatt". Und am Ende eines Märchens siegt immer das Gute über das Böse. Diese 7 Märchenmerkmale solltest du auch in deinem eigenen Märchen beachten und wenn möglich alle Märchenmerkmale mit einbauen, um ein gutes Märchen zu schreiben. Das nächste Merkmal ist der rote Faden. Das bedeutet, dass du dein Märchen in einer logischen Reihenfolge erzählst. Zum Beispiel gehört in die Einleitung hinein, dass alles in Ordnung ist, eine heile Welt wird dargestellt, du stellst deine Hauptfiguren vor und dann gegen Ende der Einleitung passiert etwas Unerwartetes, denn da leitest du zum Hauptteil über. Es geht um eine Gefahr, beziehungsweise es muss eine Aufgabe gelöst werden. Meistens spielt Zauberei eine Rolle und dann leitest du langsam, steigernd die Spannung bis zum Höhepunkt hin. Und der Höhepunkt sollte am Ende deines Hauptteils sein, denn dann im Schlussteil wird das Gute über das Böse siegen. Wichtig ist dabei, dass du bei dieser Erzählung in deinem Märchen keine Gedankensprünge machst. Wenn du bei einem Themenfeld bist, dann bleib bei diesem Themenfeld auch. Wenn deine Figuren im Wald sind, dann lass sie im Wald und dann spring nicht sofort zurück zum Schloss. Das ist ganz wichtig, denn nur dann kann dein Leser deines Märchens auch deinen Gedanken folgen und hat Spaß am Lesen deines Märchens. In jedem Märchen kommt wörtliche Rede vor, denn die Figuren können mit Hilfe der wörtlichen Rede miteinander sprechen, was das Ganze dann lebendig macht. Das Märchen wird also lebendig erzählt. Figuren können miteinander sprechen, zum Beispiel die böse Hexe mit dem guten Prinz, als es dann zum Höhepunkt kommt. Dadurch kann man auch Spannung erzeugen. Und wichtig dabei zu wissen ist, dass die wörtliche Rede, also das, was in den Anführungszeichen steht, immer im Präsens wiedergegeben wird. Also, hau ab, geh weg. Nicht wie das Märchen sonst im Präteritum, sondern eben hier dieser Teil ist ausgenommen und steht im Präsens. Und dabei sollte man die Zeichensetzung beachten, denn ohne die richtige Zeichensetzung weiß dein Leser natürlich am Ende nicht, dass es wörtliche Rede sein soll. Und dazu dient mir oftmals der Redebegleitsatz, der vorangestellt sein kann, damit einem Doppelpunkt abgetrennt wird. Oder er ist nachgestellt, also nach den Anführungszeichen, dann wird er mit einem Komma abgetrennt. Oder er ist eingeschoben zwischen die Anführungszeichen, dann hast du zweimal
die Anführungszeichen unten und zweimal die Anführungszeichen oben. Dann wird das Redebegleitet in der Mitte mit zwei Kommas abgetrennt. Auch hierzu gibt es ein entsprechendes Erklärvideo, wie die Zeichensetzung aussieht. Dazu musst du einfach meine Playlist einmal durchsuchen. In jedes Märchen gehören natürlich auch Gedanken und Gefühle. Dadurch gelingt es dem Leser, sich in die Hauptfiguren hineinzuversetzen, die zum Beispiel eine Gefahr überstehen müssen oder eine Aufgabe lösen muss. Dazu kannst du dann zum Beispiel schreiben, wie es den Personen in dieser Situation geht oder was sie gerade in diesem Moment denken. Oder du lässt die beiden Personen, die miteinander die Gefahr überstehen, oder den Prinz mit der Hexe miteinander sprechen, was das Ganze natürlich dann lebendiger macht. Siehe wörtliche Rede im Vorfeld. Und dazu dienen dir natürlich auch passende Verben, also Tu-Wörter. Denn diese Verben können dann Gedanken und Gefühle genau ausdrücken, wenn man die passenden Verben verwendet. Zum Beispiel, die Person lachte und freute sich, deshalb sang sie. Die Person weinte, weil sie Angst hatte. Und du siehst, alleine durch diese Verben, hier auch rot markiert, kann man eben Emotionen, Gedanken und Gefühle darstellen, indem man einfach die passenden Verben verwendet. Auch der Redebegleitsatz bei der wörtlichen Rede kann ebenfalls diese Emotionen vermitteln, zum Beispiel indem im Redebegleitsatz eben nicht nur sagte steht, die Person sagte hau ab, sondern die Person schrie hau ab. Oder die Person jammerte, geh weg, ich habe Angst vor dir. Und schon kann der Leser direkt die wörtliche Rede, die dort steht, anders lesen und die Emotionen werden durch diese passenden Verben eben übertragen. Eine ähnliche Funktion haben anschauliche Adjektive, eben nicht nur, dass sie Emotionen übertragen, sondern sie erzeugen Bilder im Kopf deines Lesers, sodass sich diese eine deutlichere Vorstellung der Umgebung oder von Personen oder fantastischen Wesen machen kann. Das könnte zum Beispiel sein, der fürchterliche Drache oder die zornige Hexe, der kleine Zwerg, der edle Königssohn. Und dadurch erzeugst du Bilder im Kopf deines Lesers. Wenn du nur sagen würdest, der Drache, ja, dann ist es halt ein Drache. Aber wenn der Drache fürchterlich ist, dann ist es ein ganz anderes Bild, was ich bei dir im Kopf erzeuge. Bei einem Märchen musst du natürlich auch die Zeitform beachten. Ein Märchen wird immer im Präteritum geschrieben. Und der Präteritum ist nichts anderes als die einfache Vergangenheit. Das siehst du zum Beispiel am typischen Einleitungssatz. Es war einmal. War ist bereits die Präteritumsform und ist ein Indikator dafür, dass du eben ein Märchen auch im Präteritum schreiben musst. Weitere Formen des Präteritums, also der einfachen Vergangenheit, sind zum Beispiel lachte, sagte, redete, ritt, verwandelte und so weiter. Die einzige Ausnahme, wo das Märchen nicht im Präteritum steht, ist eben die wörtliche Rede. Siehe Folien davor, denn die steht im Präsens. Aber bitte nicht damit verwechseln, der Redebegleitsatz der wörtlichen Rede steht weiterhin im Präteritum. Als letztes solltest du eine treffende Überschrift auswählen. Vorab, hierbei gibt es kein Patentrezept. Aber es gibt so ein paar Dinge, an denen du dich orientieren kannst. Du solltest deinem Märchen eine passende Überschrift geben. Meistens ist diese Überschrift auf die Hauptperson bezogen, beziehungsweise auf die Gefahr, die sie überstehen müssen, beziehungsweise die Aufgabe, die sie lösen sollen. Denke nur an den Froschkönig, da weiß man ja auch sofort, dass der Prinz in einen Frosch verwandelt wurde. Und das alleine gibt ja schon die Überschrift her. Und damit sind wir am Ende dieser Präsentation. Ich hoffe, diese 8 Kriterien, um ein gutes Märchen selbst zu schreiben, können dir helfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schreiben und viel Erfolg.